Achtung Kolonne, Achtung Kolonne. Feldjäger der Bundeswehr auf den Straßen der Hauptstadt. Heute nimmt euch Leutnant und Eskortenoffizier Dustin Bernier mit in die Kolonne und erklärt die militärische Ehreneskorte. Am Flughafen Berlin-Tegel warten einsatzbereite Feldjäger der Bundeswehr. Besuch aus Frankreich steht an. Eskorte der Bundeswehr, stehen! Die Augen links! Verteidigungsministerin Florence Parly besucht ihre Amtskollegin Annegret Kamm-Karrenbauer in der Bundeshauptstadt. Der Auftrag für die Eskortenfahrer aus der Feldjägertruppe: Repräsentation und Sicherheit für den französischen Gast. Zündung an! Wir haben den Gast soeben am Flughafen Tegel abgeholt und wir verbringen sie jetzt mit ihrer Delegation zum Bundesministerium der Verteidigung, wo sie einen offiziellen Termin wahrnehmen wird. Die Kolonne besteht in der Regel aus den Fahrzeugen des zu begleitenden Gastes, der Delegation und der Personenschützer. Die Feldjäger sind mit einem Lotsenfahrzeug an der Spitze und einem Begleitfahrzeug am Ende der Kolonne. Mobile Verkehrssicherungsposten sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Den Kern bildet jedoch der sogenannte Keil aus 3 bis 7 Motorrädern, der repräsentativ vor dem Fahrzeug des Gastes fährt. Die Größe der Kolonne bzw. die Stärke des Keils, die richtet sich nach der Dienststellung des Gastes. Die Eskorte 1-3 wird gefahren für die Oberbefehlshaber einer Teilstreitkraft. Das heißt, auf Deutschland übertragen die Inspekteure, Heer, Luftwaffe, Marine. Die nächstgrößere Stufe wäre der Keil 1-5. Die wird gefahren für einen nationalen Oberbefehlshaber, wie in Deutschland dem Generalinspekteur, oder für stellvertretende Verteidigungsminister sowie Staatssekretäre im Verteidigungsministerium. Die nächstgrößere Stufe und auch die größte, die die Feldjägertruppe zu bieten hat, sehen wir heute hier. Der Keil 1-7 wird gefahren für Verteidigungsminister sowie den NATO-Generalsekretär. Der öffentliche Straßenverkehr hier in Berlin ist für uns eine große Herausforderung. Der Berliner neigt dazu, das Blaulicht einfach zu ignorieren. Deswegen wird von den Kraftfahrern hier einiges abverlangt. Die müssen immer wachsam sein, immer hochkonzentriert. Und das ist wirklich sehr anstrengend für alle Beteiligten. Wir versuchen immer von Anfang bis Ende weitestgehend durch den Verkehr zu schwimmen. Das heißt, wenn wir vorne in ca. 150 Metern Entfernung die Ampel sehen, die derzeit noch rot ist, in dem Moment, in dem sie auf grün springt, jetzt fährt unser erstes Fahrzeug in die Kreuzung ein. Sollte die Ampel jetzt rot werden, halten wir nicht an. Der Rest der Kolonne zählt als ein Fahrzeug und wir sind laut Straßenverkehrsordnung dazu berechtigt, als kompletter Verband durch die Kreuzung zu fahren, obwohl vor uns die Ampel rot war. Weil jedes Mal, wenn die Kolonne steht, anfahren muss, bremsen muss, dann ist das aufgrund der kurzen Abstände, die wir zueinander fahren, immer ein Gefahrenpotenzial. Umso wichtiger ist es, dass wir durch das blaue Blinklicht und durch unsere Außenbordsprechanlage den Verkehr warnen. Achtung Kolonne! Achtung Kolonne! Um Eskortefahrer zu werden, müssen die spezialisierten Feldjäger eine 12-wöchige Ausbildung absolvieren. Für ein perfektes, protokollgerechtes Bild ist ständiges Training notwendig. Zusätzlich sind Eskortefahrende aber auch bewaffnet und für die Sicherheit des Gastes zuständig. Pünktlichkeit ist das A und O für die Ehreneskorte.
Dafür muss das Team manchmal auch einen Umweg nehmen, um nicht zu früh am Zielort einzutreffen. Gleich an unserem Zielort, dem Verteidigungsministerium, angekommen und haben für eine Strecke, für die man im Normalfall 20 bis 25 Minuten braucht, ziemlich genau 53 Minuten gebraucht. Und das ist das, was die Eskorte auszeichnet. Egal, welche Zeiten uns vorgegeben sind, wir tun alles, um pünktlich auf die Minute am Zielort anzukommen und den Gast protokollgerecht abzuliefern. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Nach Abschluss der Gespräche im Wendlerblock geleiten die Feldjäger der Ehreneskorte die Ministerin wieder sicher zum Flughafen.